Heute ist Aschermittwoch, damit beginnt die Fastenzeit. Auf was verzichten denn die Vorarlberger ganz konkret? Ich weiß auch nicht, also für die meisten denke ich, verzichten auf Alkohol. Also die trinken sicher in der Fastenzeit keinen mehr. Dann denke ich, wird man wahrscheinlich auf Süßes am meisten verzichten. Ja, das ist eigentlich so das Hauptding. Jetzt rauchen oder sowas, das tue ich nicht. Und ich weiß es jetzt nicht, wie da der Verzicht ist. Ich glaube jetzt nicht so stark. Ja, das denke ich sind die Hauptsachen, was fast man verzichtet eigentlich. Ja. Und Sie ganz konkret? Eigentlich auf Süßes versuche ich zum Verzichten. Auf viel Fleisch und ja, bei einer Lebenseinstellung ein bisschen zurückhaltend. Ja, ich beginne meistens in den Anfängen der Fastenzeit auf ein paar wichtige Kilo zu verzichten und das wirkt sich beim Essen aus, keine Frage. Auch mit Alkohol ein bisschen zurückhaltender, was heißt zurückhaltender, einmal eine Woche aufs Bierle verzichten, das sind so Dinge, die ich meinen eigenen Körper antue. Also zurzeit verzichte ich auf gar nichts vom Fasten her, obwohl ich es eigentlich schon wichtig finde, aber nicht wirklich zu den Fastenzeiten. Ich finde, man kann unter dem Jahr genauso fasten. Also ich muss ehrlich sagen, ich werde auf nichts verzichten, weil die Fastenzeit für mich nicht relevant ist. Ja, das fette Essen, ne? Alkohol. Ja, mehr weiß ich auch nicht. Ich faste auch nicht. Also ich persönlich faste nicht. Ich finde, Fasten ist sehr ungesund. Und ja, wirklich fasten tue ich nicht. Nein. Auf Zigaretten, ein bisschen weniger rauchen.